Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Wir haben jetzt eine längere Session vor uns, weil wir ziemlich viel One Piece am Stück gespielt haben. Deswegen werden wir hier jetzt ziemlich viel spielen. Und jetzt habe ich die Entscheidung, dass ich mich einer der beiden Gruppen anschließen muss. Entweder den Ureinwohnern, den Shaganumbi oder der Inquisition. Und ich nehme dieselbe Entscheidung, die ich schon eigentlich allein gespielt habe, getroffen habe. Und zwar schließe ich mich den Ureinwohnern an, denn die Inquisition versklavt die Leute hier, was ziemlich assi ist. Allein das schon ist für mich ein Punkt, warum ich mich denen nicht anschließen will. Und allgemein ist die Inquisition mir in jedem Spiel so fucking unsympathisch. Im ersten Spiel gibt es diese Zwangsrekrutierung und dieses Gesetz, dass man draußen nicht frei rumlaufen darf. Im zweiten Spiel versklaven sie Ureinwohner. Also ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt überhaupt bei denen gearbeitet habe, eine Zeit lang. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, denen beizutreten. Also wahrscheinlich war es nur, um von der Insel runterzukommen, weil anders kam man nicht weg. Ich kann es nicht nachvollziehen und ich werde mich auf jeden Fall denen hier anschließen. Aber ich habe gespeichert, sodass wir uns den anderen Weg auch noch anschauen können. Wenn sich da überhaupt groß was unterscheidet, das glaube ich nämlich weniger. Aber es können schon ein paar Unterschiede geben. Denn ich finde das, was wir hier machen können, auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe den anderen Weg der Inquisition noch gar nicht gesehen, also noch selber noch nie ausprobiert. Aber ich finde den Weg, den man hier, die Sachen, die man hier machen kann, wenn man sich den beitritt, anschließt, sind schon ziemlich cool. Deswegen machen wir das jetzt. Ich habe mich entschieden. Ich gebe dir mein Wort. Wir kämpfen gemeinsam gegen Crow. Dann will ich dir vertrauen. Und alles mit einem Wort. Viel einfacher als ein Blutschwur. Kommen wir mal zurück zu deinem Plan. Mein Plan ist Voodoo. Machtvolles Voodoo wird uns helfen, Crow aufzuhalten. Klingt gut. Bringst du es mir bei? Hör mir zu. Die Macht des Voodoo ist ein Geschenk der Ahnen. Doch nur der Chaka und die Kiki werden in die Geheimnisse des Voodoo eingeweiht. So will es das Gesetz der Shaganumbi. Gesetze kann man brechen. Du gabst mir dein Wort und ich vertraue dir. Doch ohne die Weisheit, den Rat und den Segen der Ahnen werde ich nicht das Gesetz der Shaganumbi brechen. Wie kriegen wir den Segen der Ahnen? Du wirst den Ahnen Yisakil rufen. Was muss ich tun, damit der Ahne erscheint? Tanzen? Du brauchst sein Idol. Ich schickte Tahana, es zu verstecken, damit es nicht den Piraten in die Hände fällt. Was genau machen wir mit dem Idol? Wir bringen es in den Tempel der Ahnen. Wohin auch sonst? Die Ahnen selbst waren es, die ihn errichtet haben. Dort wird Yisakil erscheinen. Wer ist Yisakil? Er ist der Beschützer der Shaganumbi. Er leitet uns mit seinem Rat und schenkt uns sein Wissen. Er ist es, der uns lehrt, die Geheimnisse des Voodoo zu nutzen. Okay, das Idol der Ahnen ist das, das ich gefunden habe. Der Gefangene, den wir befreit haben vor kurzem, hat es ins Gebüsch geworfen und wir haben es aus Versehen gefunden und haben es bereits. Ich habe das Idol der Ahnen. Gut. Damit werden wir den Ahnen rufen. Die Wache wird mich nicht reinlassen. Samir ist der Wächter der Ahnen. Seine Stärke erlangt er durch sie. Besiegst du ihn, Hike Umbara, darfst du hinein und wir werden den Zorn der Götter abwenden. Also ich muss ihn verprügeln, okay. Was muss ich über den Kerl wissen? Er wird dich prüfen und die Ahnen werden dein Wort hören. Sprichst du wahr, sind sie dir gewogen und du kannst ihn besiegen. Und wenn sie mir nicht gewogen sind? Wir sehen uns im Tempel. Toll. Hey, Chani, was passiert, wenn... Ach, was soll's. Okay. Dann sollten wir wahrscheinlich die Wahrheit diesmal sagen. Bei allem. Ich glaube nicht, dass ich bisher wirklich die Wahrheit aussprechen durfte. Ich bin mir aber auch nicht sicher, was jetzt genau mit mir überhaupt ist. Bin ich noch Teil der Inquisition? Bin ich noch ein Double Agent? Ups, das wollte ich nicht. Oder bin ich jetzt wirklich Pirat? Ich habe keine Ahnung, also ich werde einfach mal versuchen. Hallo? Capo! Hör zu, ich werde hineingehen und du wirst mich nicht aufhalten. Sheku Kujo, es gibt für dich keinen Grund, hier zu sein. Was willst du? Ich rufe einen der Ahnen. Ha! Und wie willst du das anstellen, Kujo? Ich dachte mir, ich benutze das Idol. Ich erkenne keine Lüge in deinen Worten. Der einzige Weg für dich führt an mir vorbei.
Dann lass uns kämpfen. Das werden wir. Doch zuvor will ich wissen, ob du würdig bist. Höre, die Ahnen geben mir die Macht, die Wahrheit zu erkennen. Und die Stärke, jeden, der nicht wahr spricht, zu besiegen. Sag mir, welchen der Ahnen willst du rufen? Jesakiel. Sag mir, wer bist du? Also eigentlich stimmt ja alles ein bisschen. Ich würde aber echt nicht sagen, dass ich das noch bin. Vor allem, ich bin jetzt bei den Shaganumbi. Wenn ich denen sage, dass ich Inquisition eigentlich bin, das wird denen garantiert nicht gefallen. Aber das hier trifft auf jeden Fall am ehesten zu, oder? Ich bin der Gezeichnete. Sag mir, wer ist dein Chaka? Jetzt gerade Stahlbart. Captain Stahlbart. Deine Worte sind wahr. Doch nur wenn du mich besiegst, bist du würdig, den Tempel der Ahnen zu betreten. Nun, verteidige dich. Ich denke, man kann sogar mehrere Möglichkeiten. Au! Mehrere Sachen. Oh, das ist eine Ratte. Also gerade das mit Gezeichneter und so. Ich denke, da gibt es mehrere Möglichkeiten, was man sagen kann. Genauso bei Stahlbart, dass man sagt, man ist sein eigener Herr. Kann ich mir vorstellen. Captain Crow würde ich auf keinen Fall sagen. Ich mache mal kurz die Ratten weg, die nerven. Die Ahnen sind mit dir. Du bist würdig. Okay, danke. Kommt nicht vorbei. Okay, ich könnte jetzt gleich Jani folgen, aber ich könnte mich hier auch noch kurz ein bisschen umsehen. Mal schauen, ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Ich weiß nicht, ob es klug ist, jetzt Sachen zu stehlen und so. Aber man kann ja mal... Oh je, da ist schon ein Sarkophag. Da sind mehrere. Oh je. Hoffentlich meckern die jetzt nicht, weil ich hier den Tempel plünder. Da, da, da. Ich glaube nicht, dass das irgendwie einen Einfluss hat. Ich hoffe es jedenfalls. Ich finde sehr seltsame Sachen hier. Da lag was. Oder auch nicht. Okay. Bis jetzt kam noch kein Skelett aus den Sarkophagen, wie das früher mal immer der Fall war. Trank der Ehrfurcht. Okay. Einige Sachen. Wie gesagt, ich hoffe, das gibt es keinen Ärger. In den ganzen Tempel aus. Achte, die Opferstätte der Ahnen. Ja, sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen, tue ich aber nicht. Ich beklaue einfach den kompletten Tempel hier. Ich bin mir sicher, dass hier noch eine Falle auf mich wartet. Oh, da muss ich... Okay. Da weiß ich, was ich brauche. Wie gesagt, wie ich schon mal erwähnt hatte, im ersten Teil könnte man hier sich in einen Nautilus verwandeln und dadurch kommen. Im zweiten Teil aber nicht. Da gibt es einen anderen Weg. Huch. Noch ein Sarkophag. Ich warte erstmal. Ich rede erstmal mit Jani. Ich habe Samir besiegt. Du bist nun würdig, hier zu sein. Ein gutes Zeichen. Es wird Zeit, sich den Ahnen anzuvertrauen. Gut, dann werde ich mal mit dem Ahnen sprechen. Nimm das Idol und setze es ein. Sei vorsichtig. Niemand weiß, wie die Ahnen reagieren, wenn man sie ruft. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den Sarkophag jetzt beklaue, also mache ich das später. Ich bin zurück. Wer wagt es, den gerechten Frieden der Ahnen zu stören? Ich bin... Du hast mich gerufen. Du bist kein Chaka, du bist kein Chakalumbi. Ich bin mit Jani hier. Sonst hättest du es auch niemals geschafft, mich zu rufen. Die Weisheit der Ahnen ist unermesslich. Weil du mich gerufen hast, darfst du daran teilhaben. Also, was willst du von mir? Ich... Moment. Ich gewähre dir drei Antworten, nicht mehr und nicht weniger. Aber sei gewarnt.
Meine Antworten sind vielleicht nicht das, was du erwartest. Okay. Ich kann erstmal nach Schätzen fragen. Und nach der Fluchsache. Das ist aber das Wichtige hier. Ich will Voodoo lernen und brauche deinen Segen. Warum sollte ich dich segnen? Ich muss Crow aufhalten. Damals wie heute. Es hat sich nichts geändert. Ein Sterblicher will einen anderen töten. Crow beschwört den Zorn der Götter. Er trägt den Speer der Titanen, den Shihoku Tiva. Du wirst ihn töten. Dann such dir ein paar kräftige Männer und greif ihn an. Dafür brauchst du nicht meinen Segen. Ich habe Chani mein Wort gegeben. Ich kann nicht mehr zurück. Nicht zurück, aber einen anderen Weg musst du finden. Das reicht jetzt. Du durftest mit mir sprechen. Jetzt ist es vorbei. Warte, ich bin noch nicht fertig. Nein, du hattest eine Chance. Ich muss nun zurück. Hey, hör mich an! Die Titanenlords sind dabei, die ganze Menschheit zu vernichten. Mara führt da draußen einen Krieg und du spielst deine Spielchen mit mir. Was hast du gesagt? Ich sagte, du spielst nur mit mir. Nein, nicht das. Sagtest du gerade, Mara? Ja, sie befiehlt die Kreaturen des Meeres. Mara. Damals hat sie uns in die Dunkelheit getrieben. Viel zu lang waren wir ihre Sklaven. Immer noch leiden den Chaka. Höre. Du wirst dich hier stellen, ja? Dann geh. Geh mit Chani. Kämpfe gegen Mara und alle, die ihr folgen. Dann gibst du mir deinen Segen? Chi. Und jetzt geh und lerne Voodoo. Yisakil gab dir seinen Segen. Ja. Also, er steht was da noch. Ist dein Plan? Mein Vater Bakir handelt aus Angst. Sie umklammert seinen Geist. Worte bringen ihn nicht zurück auf den Weg der Shaganumi. Ein paar Schläge auf den Hinterkopf könnten helfen. Das ist der Weg der Piraten. Unser Weg ist Voodoo. Dann bring es mir bei. Ich bin bereit. Eins der Geheimnisse ist Kontrolle. Kontrolle über den Geist. Klingt unangenehm. Wenn mein Vater nicht allein das Richtige tut, werde ich es für ihn tun. Seinen Geist kontrollieren. Ihn übernehmen und durch ihn sprechen. Das ist die Macht der Voodoo-Kontrolle. Was ist mit mir? Wozu soll ich Voodoo lernen? Wir brauchen auch etwas von Bakir selbst. Etwas von seinem Körper. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwas rum. Ono Pirat, du musst zu ihm gehen und ein Haar von ihm bringen. Wenn ich dahin gehe, wird das ein blutiges Gemetzel. Deshalb werde ich dich lehren, einen der ihren zu übernehmen. Als einer von ihnen kannst du dort sein, ohne Blut zu vergießen. Okay. Bring mir Voodoo bei. Das erste Geheimnis des Voodoo ist die Erschaffung. Jeder Zauber beruht auf den richtigen Zutaten. Tränke, Zepter, Puppen. Jeder Zauber erfordert sein eigenes Hazaka. Werkzeug? Chi. Werkzeug. Um einen Geist zu kontrollieren, brauchst du die richtige Puppe. Sie ist ein Zeichen für den Körper. Ich zeige dir, wie du eine solche Puppe erschaffst. Wie funktioniert Kontrolle? Du musst dein Ziel sehen, die Puppe heben und den Zauber wirken. Dein Geist wird deinen Körper verlassen und dein Ziel übernehmen. Wenn du den Geist beherrschst, kannst du durch seine Stimme sprechen. Auch kannst du die Schritte des Körpers lenken, aber ihn niemals zwingen, eine Waffe zu erheben. Wen soll ich übernehmen? Jim. Er bringt die Lieferung zu Crow. Es wird niemanden verwundern, wenn er zum Tempel kommt. Teil der Lieferung ist ein Idol. Mit diesem Idol wirst du zu Bakir kommen. Sorge dafür, dass die Lieferung vollständig ist, bevor du Jim übernimmst. Wie erschaffe ich eine Voodoo-Puppe? Ich werde dich lehren, sobald du das Haar von Jim hast und die Lieferung fertig ist. Okay, und jetzt kommen wir wirklich zum richtig coolen Teil. Zum ersten richtig coolen Teil von Risen 2. Und zwar, dieses Voodoo-Zeug ist sowas von cool gemacht. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Und deswegen habe ich auch unter anderem den Weg der Shaganumi genommen.
Auch weil es einfach in meinen Augen ethisch das einzig Richtige ist. Und, also Punkt 1 ist das. Punkt 2 ist, was will ich bei der Inquisition? Die haben mir halt die dummen Donnerstöcke statt normalen Schwertern. Sowas benutze ich nicht. Ich habe es ausprobiert, es ist nichts für mich. Ich glaube zumindest, dass ich es ausprobiert habe. Aber mir hat es nicht gefallen und deswegen habe ich da schon mal keinen Vorteil raus. Hier habe ich den ganzen Voodoo-Kram, was ich zwar nur zum Teil benutze, aber wenn es Quest-basiert oder Story-basiert wichtig ist, dann ist es echt cool zu machen. Und ich weiß nicht, ob man das auch machen kann, wenn man der Inquisition beitritt. Ich glaube nicht. Ich glaube, da bekommt man tatsächlich nur dieses Rummelballer. Diese Donnerbüchsen. Deswegen werden wir auf jeden Fall zuerst den Weg des Voodoo oder eher den Weg der Shaganumbi gehen. Und dann irgendwann noch ausprobieren, wie es mit der Inquisition ist. Ob sich da, wie viel anders da gerade die Story auf dieser Insel ist. Wahrscheinlich nur auf dieser Insel. Auf jeden Fall springen wir direkt rein hier. Ich brauche ein Haar von dir. Was? Wofür? Wenn du mir ein Haar gibst, baut dir Kapur damit ein Amulett. Was für ein Amulett? Ein stärkendes Amulett. Was genau soll das machen? Es macht dich... stark wie einen Gorilla. Nö. Reden wir nochmal über das Amulett. Was für ein Amulett? Ist der am Saufen oder wieso weiß ich schon nicht mehr? Ein stärkendes Amulett. Was genau soll das machen? Das kann... Es macht dich... Das kann sein, dass wir hier eine Weile durchklicken müssen. Gefährlich wie einen Jaguar. Lass mit dem Schützen reden mal. Wir nochmal über das Amulett. Sonst kann ich immer noch den Alligator erwähnen. Was für ein Amulett? Ein schützendes Amulett. Wovor soll es mich schützen? Vor bösem Voodoo. Na, verdammt eh. Obwohl, oh, klingt gar nicht schlecht. Warte mal, ich hab da einen verfilzten Knoten. Der muss eh runter. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Was hast du davon? Ich meine, warum willst du mir unbedingt ein Amulett andrehen? Ich will zu Captain Crow. Verstehe. Du willst bei uns mitmachen. Also, meine Stimme hast du. Pass auf. Wenn ich das nächste Mal zum Captain gehe, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Oh, toll. Danke. Aber erst besorgst du mir das Amulett. Richtig gut, ey. Richtig gute Ausrede. Warum bist du... Wir bekommen jetzt einfach seine Stimme, dass wir Crow beitreten können, was wir natürlich überhaupt nicht vorhaben. Aber er ist drauf reingefallen, also perfekt. Hier ist der Haarknoten von Jim. Sehr gut. Das wird reichen. Wie erschaffe ich eine Voodoo-Puppe? Die Puppen erschaffen die Kiki. Verschwende deine Zeit nicht mit Handarbeit. Doch eine solche Puppe ist noch nicht bereit für Voodoo. Benutze den Voodoo-Altar. Gib ihr dort Augen und Zähne, die du von Tieren bekommst. Und gib ihr einen Stein aus Jade für den Geist. Das Wichtigste ist etwas vom Körper des Ziels. Ein Tropfen Blut oder ein Haar. Es muss nicht viel sein. Und das ist alles? Chi, das ist alles. Okay. So. Oh je. Das sieht lustig aus. Okay, wir brauchen das hier. Wir brauchen dafür ein Auge und eine Voodoo-Puppe. Wir haben die Haare, wir haben Zähne, woher auch immer ich die habe. Und wir haben einen Jadestein. Aber ich habe kein Auge und keine Voodoo-Puppe. Woher bekomme ich denn bitte ein Auge? Vielleicht muss ich das wir kaufen. Wir reden später weiter. Ja, die Voodoo-Puppe muss ich safe kaufen. Das Auge kann ich vielleicht irgendwelchen Tieren ausnehmen, aber ich weiß noch nicht welchen. Huch, ah. Ich habe den Segen der Ahnen. Die Ahnen haben entschieden. Die Shaganumbi werden dich unser Voodoo lehren. Hikoko und ich werden dich unterrichten, wenn du willst. Zeig mir deine Voodoo-Kunst. So, ich kann also Voodoo-Zepter bauen, magische Talismane, mächtige Flüche sprechen und ich kann höhere Level der schwarzen Magie erreichen. Lass uns handeln. Ich will aber erstmal gucken, hast du das Stuff, das ich brauche? Sie hat Voodoo-Puppen, sie hat Augen, okay. Wie ich da sonst rankomme, weiß ich gar nicht. Das hier geht wohl nur durch Jaguare oder so, kann man aber auch kaufen bei diesen Händlern, das ist gut. Ja, jetzt schauen wir uns hier erstmal um und gucken mal, ob wir das selber noch sammeln können oder ob wir tatsächlich das kaufen müssen. Die Fähigkeiten hier wollte ich mir kurz anschauen. Zum Beispiel können wir Zepter herstellen. Allerdings weiß ich jetzt noch nicht genau, was die bringen. Die Tränke sind diese vorübergehenden Einschüchtern und alles mögliche Sachen.
Die Talismane sind die, die man anlegen kann. Und die komischen Fluchpuppen sind ebenfalls noch neu. Noch weiß ich gar nicht genau, was da alles... das wollte ich gar nicht. Was da alles so der Fall ist. Hier ist zum Beispiel Bauplan für diesen Jade-Ohrring. Steht aber nicht dran, was der bringt. Scheiße. Knochenring, Zepter der Macht, Zepter der Angst. Auch das sagt mir noch nicht wirklich, was es bringt. Und die Fluchpuppe. Äffchenschädel. Ich glaube, die habe ich alle verkauft. Aber das ist eh nur das Standard. Das bringt mir jetzt auch noch nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich mich damit wirklich richtig beschäftigt habe beim ersten Run. Kannst du mir Voodoo beibringen? Ich kenne selbst nicht alle Geheimnisse. Aber wenn du damit zufrieden bist, kann ich dir zeigen, wie du aus Pflanzen kraftvolle Tränke brauen kannst. Zeig mir die Alchemie. Okay, also von ihr bekomme ich tatsächlich die Erklärung, wie man diese ganzen Tränke macht, die ich immer wieder finde, die ich aber so gut wie nie verwende. So, was jetzt noch zu tun ist. Wir müssen immer noch rausfinden, wie wir diese verdammten Federn von den Feuervögeln kriegen. Du hast Tahana befreit. Keine große Sache. Das wird den Blaurücken nicht gefallen. Damit kann ich leben. Du hast dich entschieden, Freund der Shaganumbi zu sein. Shaganumbi Tufas Tabonga, Hoshi. Die Jäger der Shaganumbi danken dir, Freund. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ja, irgendwo muss es ja noch möglich sein. Das hier zum Beispiel. Vielleicht muss ich das auch kaufen. Wenn ich es kaufen muss, weiß ich zumindest wo. Dann kann ich diese Quest nämlich abschließen. Ich werde jetzt aber trotzdem noch einen Feuervogel töten und gucken, ob ich die Feder aus ihm rausbekomme. Hoshi. Tabonga. Aber es gibt kein Item bisher, das mir das ermöglicht, den die Federn zu ziehen. Lass uns handeln. Es ist ein bisschen nervig, da ich... Ah, da zeigt es an, okay. Es ist ein bisschen nervig. Oh. Ah. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Trophäen, die mit diesem Messer gesammelt werden, behalten ihre magische Energie. Nur so können sie für Voodoo-Rituale verwendet werden. Das scheint wichtig zu sein. Eventuell kann ich damit noch andere Dinge sammeln oder sie sind mehr wert oder sowas. Deswegen werde ich das mal kaufen. Ich hoffe, das ist keine Verschwendung. Aber es erscheint mir sinnvoll. Aber ich habe ja auch Kohle ohne Ende momentan. Gut, okay. Ohne Ende würde ich in dieses Spiel nie sagen. Irgendwann werde ich das Geld vielleicht brauchen. Höchstwahrscheinlich sogar. Also es geht noch ein bisschen, ich meine, ich könnte jetzt schon die Sachen kaufen, Ulele, die ich brauche, aber es geht noch ein bisschen, weil ich mich erst noch auf der Insel umgucken will und schauen will, was ich so alles selber sammeln kann, bevor ich Kohle dafür ausgeben muss. Und ich habe die Insel ja eigentlich noch gar nicht wirklich erforscht. Na, wie läuft's zwischen dir und Shani? Deswegen werde ich das jetzt wohl bald tun. Bleib stehen, Gucho! Jetzt ist es endgültig genug. Ach komm jetzt, noch mehr Ärger kann ich gerade echt nicht gebrauchen. Du warst im Tempel der Ahnen. Nur jemand, der dazu würdig ist, darf das. Ich habe sehr viel für dein Volk getan. Soll das jetzt hier der Dank sein? Du bist kein Shaganumbi. Niemand außer uns darf den Tempel der Ahnen betreten. Du bist unwürdig. Du bist ein Gucho! Okay, und was genau willst du jetzt von mir? Shani gehört zu mir. Sie darf nicht mit dir gehen. Ach so, jetzt verstehe ich. Du bist eifersüchtig. Ich hab doch schon eine Frau, die mir das Leben schwer macht. Da brauche ich nicht noch eine zweite. Du willst nicht Shani zur Frau? Nein, aber ich brauche ihr Voodoo. Kap! Shani wird nur einen Shaganumbi erhören. Na dann hau rein, Kollege. Ich werde dich nicht daran hindern. Aber wie ich das sehe, hast du bloß Angst, es ihr zu sagen. Kaka! Ja, fluch du nur. Ich schätze, ich hab dich durchschaut. So, kann ich jetzt wieder gehen? Ja, geh gut. Aber eins vergiss nie. Ab heute wirst du sie beschützen. Und ich werde dein Leben beenden, wenn ihres endet. Capo, Gucho! Capo! Okay. Geht's dir jetzt besser? Ich bin fertig mit dir, Gucho. Verschwinde und komm nicht wieder! Ich habe nicht mal gewusst, dass es wirklich eine Quest war.
Ich frage ihn, was er gesagt hätte, wenn ich gesagt hätte, sie ist sehr hübsch. Ich glaube, das werde ich gleich mal ausprobieren. Geh, yalla, yalla. Und hier ganz kurz schneiden. Zugegeben, sie ist sehr hübsch. Kap, Chani wird wow. Nur einen Chaganumbi erhören. Na dann hau rein, Kollege. Ich werde dich... Aber wie ich... Kap, ja. So. Ja. Das hat sich nicht sonderlich gelohnt. Hat absolut keinen Unterschied gemacht. Aber gut, ich werde dann wieder laden. An dem anderen Safe, aber ja, wir sind für diesen Part soweit fertig. Als nächstes werde ich mich vermutlich noch ein bisschen auf der Insel umgucken, bevor ich schaue, dass ich diese Voodoo-Puppe herstelle. Die Insel ist halt gigantisch momentan noch, also ich habe noch nicht viel erforscht, um ehrlich zu sein. Ich bin eigentlich nur den Wegen gefolgt. Das heißt, mal sehen, wie lange wir brauchen. Ich will auf jeden Fall in dieser Session schon noch ein bisschen vorankommen, aber mal sehen, wie lange wir brauchen, diese Insel zu erforschen. Und ich muss es halt momentan alleine machen, weil Patty und Stahlbart einfach im Piratenturm chillen und sonst auch keiner mein Begleiter sein will. Aber gut, dann schauen wir mal, wie das beim nächsten Mal weitergeht. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Macht's gut und bis dann.